Unter Segeln dann ist es sehr stabil und vermittelt dank guter Segeleigenschaften eine Menge Spaß. Also das Dinghy Go besteht aus zwei Taschen, eine 1,15 und die andere 1,25 lang. Das ist schon ein sehr kompaktes System. Das Schlauchboot gehört dazu, also das ist extra schon vorbereitet, um das Rig da reinzustellen. Das hat einen zentralen Schwertkasten, der im oberen Teil aus so einer Tasche besteht, die das Wasser draußen hält, und die Schwertkastenducht, die ist da schon im Boot drin. Wenn man die elektrische Pumpe hat, dann geht das Aufbauen super schnell. Wir haben jetzt ungefähr 15 Minuten gebraucht. Macht einen sehr guten Eindruck. Die Anhänge sind im Prinzip ob die Schwert und ob die Ruder, nur dass das Ruder aufholbar installiert ist. Mit 3.249 Euro ist das Dinghy Go 3 allerdings ziemlich teuer. Dafür bietet es eine hochwertige Verarbeitung bei geringem Packmaß und Gewicht. Ich strande vorm Hafen, ganz schön Wind, also für die kleinen Boote schon echt viel, mit Böen bis 20 Knoten locker. Gut, die Schlauchboote kriegt man jetzt nicht so einfach umgeschmissen. Also das Höchste, was man machen muss, ist sich mal auf die Kante setzen. Erstaunlicherweise segelt das Dinghy Go wirklich gar nicht so schlecht. Also man kann damit kreuzen, auch hier in der Boxengasse aufkreuzen gehen. Es wird auch recht schnell.